Hip-Hop ist jetzt nicht unbedingt was Allgegenwärtiges in Österreich. Wie schaut da die Community aus? Die Community ist extrem größer geworden. Man merkt es auch heute wieder. Es ist wieder ein Anstieg von, keine Ahnung, 200% oder so. Und es kommen wieder nicht alle rein, obwohl wir viel mehr Kapazität haben. Und das hat sich aber erst in den letzten paar Jahren so ergeben. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, eine Kapazität knapp über 400. Da haben sich schon die Leute beschwert, weil sie es nicht mehr reingeschafft haben. Jetzt haben wir erhöht auf das Doppelte, 800. Und leider wieder mal mussten wir Leute abweisen, weil wir einfach komplett voll sind. Wahnsinn, der Andrang. Ich meine, wie ist die Stimmung im Saal? Die Stimmung ist noch extrem viel besser als letztes Mal. Die Leute chanten wieder mal mit, voll laut. Und sie sind total begeistert auch von den Kandidaten. Und was genau ist so eigentlich der Reiz am K-Pop? Naja, alle sehen gut aus und sie können tanzen und singen, also. Aber Hauptsache, sie sehen gut aus. Ja, natürlich. Also man kann es nicht wirklich beschreiben. Das ist einfach ein Gefühl, dass man... Es ist einfach unbeschreiblich. Es ist einfach zu toll. Das Gesamtpaket ist es, ne? Ja, genau. Das Tanzen, Singen und wie sie aussehen, alles zusammen. Also K-Pop ist eigentlich eine Art Lebenseinstellung. K-Pop ist bunt, K-Pop hat viel Energie, K-Pop macht einfach Spaß. Und wenn man zu K-Pop tanzt, man kann sich einfach gehen lassen. Es macht immer Spaß, man kommt immer in Bewegung und das ist es, was K-Pop einfach ausmacht. Was ist für uns K-Pop? Freundschaft, ja. Also definitiv Freundschaft, das ist etwas, was uns verbindet als Team. Wir sind komplett unterschiedliche Leute aus komplett unterschiedlichen Gebieten, auch komplett unterschiedliche Persönlichkeiten, aber das ist das, was uns zusammenbringt. Das ist wirklich eine, wie Philipp gesagt hat, das ist nicht nur Musik, sondern das ist eine Kultur, die überbracht wird mit den Musikvideos, mit dem Tanzstil, mit Kleidung, mit Frisur und so weiter. Und ich denke, dass Europa sowas noch nicht gesehen hat. Ich bin froh, dass es in Amerika schon so gut ankommt und hoffe, dass auch die Europäer sich mehr und mehr öffnen für K-Pop und die koreanische Kultur. Es ist so ein richtiger Mix aus catchy Tunes, aber auch die richtige Optik dazu und das macht es dann eigentlich aus. Ich meine, seit wann ist es jetzt eigentlich so der Markt geworden? Hat das ein bisschen Geschichte jetzt schon? In Österreich oder? In Österreich? Ja, in Österreich. Das erste Mal bemerkt, einen kleinen Ansturm habe ich 2015. Da war schon ein bisschen mehr los, aber so richtig groß ist seit letztem Jahr. Kann auch sein wegen der Stadthalle. Ich meine, es gab ja auch, ich glaube dieses Jahr war das, hat ja eine K-Pop-Band die Nummer 1 in den US-Charts erreicht in einem Album. Genau, BTS, ja. Das war für uns, die halt K-Pop schon total lange verfolgen, ist das irgendwie total, ja, unvorstellbar gewesen, dass es mal passiert. Ja. Wir freuen uns total für sie. Man sieht da wirklich die Faszination wieder, weil nicht nur die K-Pop-Fans sind da dahinter. Wenn die auf dem Red Carpet gehen in Amerika, siehst du überall auf Twitter die Leute, oh, wer ist das, wer ist das, ich muss die kennen. Also es ist, wer ist der Dritte von links? Ja. Das ist schon wirklich zu sehen, es verbreitet sich immer mehr. Habt ihr jetzt noch irgendwelche abschließenden Worte dazu? Ja, danke an alle, die da waren, an den ganzen Andrang, an alle, die zur Audition gekommen sind und an die vielen Fragen und Interessierten. Wir hoffen, dass die Community noch größer wird. Ihr könnt euch gerne immer an uns wenden, wenn ihr eure Tanzgruppen irgendwie vergrößern möchtet oder irgendwas einfach teilen möchtet, einfach uns schicken. Wir versuchen immer, die Community zu unterstützen. Es ist einfach ein Wahnsinn zu sehen. Wir machen das jetzt schon doch einige Jahre lang. Zum nicht 15, nur das, ja, nicht nur das K-Pop World Festival, generell die K-Pop-Veranstaltungen und einfach den Andrang zu sehen. Also es ist ein Wahnsinn. Es ist viel Arbeit, aber einfach es ist schön, dass man sehen kann, dass sich das Ganze dann doch auszahlt. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß am restlichen Festival. Danke. Wir sehen uns spätestens dann ja im nächsten Jahr, richtig? Genau. So ist es. Ja, danke. Dankeschön. Es ist eine schöne Zeit, die wir miteinander als Freunde verbringen. Und es ist auch etwas, was uns festigt gemeinsam. Also definitiv nächstes Jahr wieder. Wir machen zum Abschluss noch unseren Chant. Okay, los geht's. Young, young, blood!